Funk haut immer mal wieder richtige Banger an Dokus raus. Dafür sind besonders so Goldstücke wie Y-Kollektiv und Steuerung F bekannt. Gerade die letzteren hängen euch vielleicht noch ein wenig im Gedächtnis. Aber die große Frage, die ich mir stelle, ist, gab es schon damals schlechte Funk-Dokus? Ja, eindeutig. Deswegen würde ich sagen, lehnt euch zurück und genießt die Show. Denn wir schauen uns jetzt drei Dokus an, die in Vergangenheit für richtig negatives Feedback gesorgt haben. Auf Platz 3 haben wir die Y-Kollektiv-Doku Dauerstream, wenn das ganze Leben online stattfindet. Wie man dem Titel schon entnehmen kann, geht es um zwei Streamer, die ein leicht problematisches Verhalten an den Tag legen, wenn es um ihre persönliche Lebensgestaltung geht. Das Thema ist jetzt auch erstmal gar nicht so schlimm. Das Schlimme ist viel eher, dass durch die ganze Doku das Bild aufgebaut wird, dass Streamer irgendwie komisch sind. Genauso wie auch ihre Zuschauer. Reporterin dieses Videos ist Caroline von der Gröben. Merkt euch den Namen auf jeden Fall. Die Dame kommt vielleicht nochmal vor. In diesem Video besucht sie zwei Streamer, Fräulein Freitag und Andi, und das Ganze geht eigentlich auch schon im Intro los. Wie ist das, ständig zu streamen? Halt die Möglichkeit, dass ich nicht einsam bin. Ja, wie ist es eigentlich als Vollzeit-Streamer Vollzeit zu streamen? Keine Ahnung, Caroline, wie ist es eigentlich als Vollzeit-Reporterin Vollzeit schlechte Dokus rauszubringen? Das ist halt eine komplett bescheuerte Frage. Für die meisten Vollzeit-Streamer wird das ihr ganz alltäglicher Beruf sein, weswegen sie, wie andere Leute bei ihrem normalen Beruf auch, ihm mehrere Stunden lang nachgehen. Du fragst ja auch keinen Büroangestellten, wie das ist, 8 Stunden am Tag vorm Bildschirm zu sitzen. Versteht mich nicht falsch. Stream ist auf jeden Fall ein schon eher besonderer Beruf, den natürlich nicht so viele Leute nachgehen. Aber die meisten Streamer werden nicht antworten, dass das ihr Weg ist, aus der Einsamkeit rauszukommen. Aber genau das ist halt eben der Hauptfokus der Doku. Es geht um zwei Streamer, die ein eher ungesundes Verhalten haben gegenüber ihrem Beruf Streaming. Der Andi zum Beispiel, der ist zum... Wolfgang, nicht jetzt. Nö. Der Andi zum Beispiel, der ist zum Zeitpunkt der Doku 16 und mit 15 wurde er schon Twitch-Partner. Er erklärt in dem Video selber, dass er mit diesem sozialen Druck, ständig online sein zu müssen, nicht klarkam. Und das Ganze beschreibt er sogar schon als eine Art von Sucht. Und auch unsere zweite Protagonistin, Fräulein Freitag, hat nicht gerade ein besseres Online-Verhalten. Als ich angefangen habe zu streamen, hatte ich einen recht großen Freundeskreis, die alle dagegen waren. Dementsprechend haben sie sich alle von mir abgewandt. Fräulein Freitag erzählt in der Doku selber, dass sie eigentlich keine Freunde mehr hat. Sie hängt nur mit ihren VIP-Zuschauern ab und selbst das Einkaufen übernehmen die Leute, mit denen sie zusammen wohnt, und auch mit denen ist sie nicht befreundet. Rausgehen tut sie ungefähr nur einmal im Monat, und zwar wenn sie Fotoshootings alleine von sich selbst im Cosplay macht. Ja, das ist ein super ungesundes Sozialverhalten, das brauchen wir nicht diskutieren. Was ich aber viel gruseliger finde, ist, dass sich da so ein kompletter parasozialer Zirkel um sie herum gebildet hat, und Madame Sonntag feuert das auch noch richtig schön an. Die treuesten Zuschauer, die ihr Fettkohle spenden, das sind nämlich auch die, mit denen sie dann nach dem Stream noch auf Discord hängt. Das ist also die Community, die Fräulein Freitag meint, wenn sie über Online-Freunde spricht. Fast alles Männer über 30. Unter ihnen Arcades, der großzügige Spender. Es ist einfach so, dass du deine ausdrücken willst, dass du, wie gerne du die Streams guckst. Und das, du freust dich, wenn sie sich freut. Oder will man vielleicht auch ein besonderer Zuschauer sein? Besonders will ich jetzt nicht sein. Deswegen, ich mache das halt einfach gerne. Ich mag halt den Content, den Vivi macht. Ey, also wirklich dieser Circle-Jerk von 12 Männern, die da abhängen mit der jungen Streamerin und ihr dafür Geld geben, das könnte safe auch einfach straight aus einer South Park-Folge sein. Nebenbei finde ich auch, dass sie Fräulein Freitag ziemlich fies zusammengeschnitten haben. Caro stellt ihr 2-mal spontane Fragen, auf die Freitag nicht vorbereitet ist und deswegen kurz Zeit braucht, um sie zu beantworten. Und das stellt sie auch klar. Aber anstatt dass das Schweigen rausgeschnitten wird, wird das irgendwie noch drin behalten. Kannst du mir erklären, was Twitch für dich bedeutet? Oder was das für dich ist? Darf ich ein bisschen drüber nachdenken? Klar. Okay. Boah, das ist echt schwierig. Das ist wirklich keine leichte Frage. Ist auch nicht schlimm. Ich frage einfach immer so ein bisschen in den Raum und irgendwann... Also. Ich verstehe das vollkommen. Und ich finde, das sorgt mies dafür, dass sie irgendwie ein wenig sozial verunsicherter wirkt. Hast du auch manchmal den Gedanken, dass du dir selber denkst, naja, so richtig weiß ich auch nicht, warum die mir jetzt so die ganze Zeit zugucken? Oder hast du das gar nicht? Also es kommt natürlich trotzdem... Moment. Ich weiß, Moment. Nee, alles gut.
Aber wahrscheinlich hätte jeder in dem Moment so reagiert, gerade wenn es eine Situation ist, die gefilmt wird und dann ins Internet kommt und man ja auch deswegen gut überlegen will, was man da eigentlich sagt. Insgesamt äußert sich Caro im Voice-Over auch sehr abfällig gegenüber Streamern. Und das ist nicht das einzige Klischee in meinem Kopf, das bestätigt wird. Gaming, Cosplay, Anime, check, check, check. Aber auch die Zuschauer. Umso länger wir hier sitzen, desto mehr frage ich mich, warum um alles in der Welt guckt sich das hier jemand freiwillig an? Klingt jetzt böse, ist aber nur ehrlich. Ich meine, es ist ja schön, wenn das Leute feiern, aber ich check's nicht. Kein Wunder also, dass die Doku mit ca. 14.000 Dislikes und einer Quote von 50% ziemlich schlecht ankam. Sowohl bei anderen Streamern als auch bei Zuschauern. Lass mir doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn du möchtest, dass Wolfgang im nächsten Video wieder vorkommt. Sonst... Bibi... Ich will bei Mama bleiben. Auf Platz 2 haben wir die Doku Sexismus im Gaming, wie GamerInnen beim Zocken belästigt werden, von Puls Reportage. Ich muss hier anmerken, dass Puls eigentlich kein Teil des Funk-Netzwerkes ist. Die sind nämlich das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, das sich an Jugendliche bis junge Erwachsene richtet, während Puls Reportage aber zu Puls gehört, die das Content-Netzwerk für junge Erwachsene sind, das aus dem Bayerischen Rundfunk besteht. Ich habe keine Ahnung, warum Bayern hier wieder eine Extrawurst bekommt oder ob die sich einfach nicht als Teil des deutschen Rundfunks sehen, aber es ist ja auch egal. Die Doku war auf jeden Fall zu gut, um sie nicht hiermit aufzunehmen. An der Stelle einmal, das Originalvideo wurde relativ kurz nach der Veröffentlichung schon wieder runtergenommen. Deswegen beziehe ich mich hier einmal auf die Reaction von Monte und das KuchenTV-Video zu der Reportage damals. Und beide sind natürlich in der Beschreibung unten verlinkt. Bei dem Thema Sexismus im Gaming denkt man sich ja erstmal so, was soll da schief gehen? Ich meine, dass es obviously ein Problem gibt, dass Leute viel beleidigt werden im Online-Gaming, das ist ja eigentlich bekannt. Und auch, dass wahrscheinlich Frauen spezifisch betroffen sind. Und Puls hatte einfach dieses Experiment hier gewagt. Und deswegen machen wir heute ein Gaming-Experiment. Das Experiment ging kurz gesagt so. Die Streamerin und Zockerin Gloria und die Reporterin Ari setzen sich zusammen. Ari kriegt Tastatur und Maus in die Hand gedrückt und darf einfach mal selber ein bisschen Valorant zocken und gucken, was so passiert. Gloria schaut dir dann basically 5 Stunden lang zu und das war das Ergebnis. Für heute ist genug geballert. Es ist ja fast schon 10 Uhr und erfreulicherweise ist bis jetzt ja nichts passiert. Gar nichts. Es ist einfach gar nichts passiert. Also muss natürlich am nächsten Tag ein neues Experiment mit neuen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Diesmal spielt Ari zusammen mit Alex in einem Valorant-Team. Alex ist selber Teil von Puls Reportage und wird gebeten, Ari immer eskalierender sexistisch zu beleidigen. Ari will so testen, ob die anderen Mitspieler für sie Partei ergreifen. Alex beleidigt zum Beispiel Ari einmal so hier. Maybe you just need a real guy. Ach gut. Und da sehen wir auch, dass er im Voice-Chat redet, also theoretisch könnten das die anderen Teammates hören. Und er beleidigt sie auch hier an der Stelle nochmal. You stole my kill, stupid bitch. Nur, dass man halt hier sieht, dass er in-game nicht spricht. Also entweder die haben in einem privaten Discord-Call nochmal gequatscht und es wurde halt einfach nicht für die anderen Teammates quasi im Voice-Chat durchgegeben. Oder aber sie haben es im Nachhinein nochmal eingefügt. So oder so hatten die Teammates keine Chance, das zu hören und natürlich dementsprechend auch nicht einzugreifen. Aber trotzdem wird sich kurz darauf echauffiert, dass ja keiner was sagt. Immer noch keine Reaktion. Richtig geil wird's aber auch nochmal an dieser Stelle hier. Die 7 nicht eingeweihten SpielerInnen kriegen jedes Wort von Alex. Eine Anmerkung aus dem Off. Ari wollte hier sagen, dass das die 7 Spieler mitbekommen. Das mit wurde aber abgeschnitten, weil Monte die Reaction pausiert hat. Danke, Monte. Und das ist einfach Bullshit. Bei Valorant spielen 2 Fünfer-Teams gegeneinander. Die 7 Spieler, die Ari hier also meint, sind 2 Teammates auf ihrer Seite und dann nochmal 5 Leute im gegnerischen Team. Und diese 5 Leute im gegnerischen Team, die können sie obviously nicht hören, weil das einfach gegen das komplette Spielsystem geht, dass du dein gegnerisches Team hören kannst. Also selbst wenn Alex hier in-game im Voice-Chat was gesagt hätte, hätten diese Leute keine Chance, ihn zu reporten oder zu melden oder sonst irgendwie Partei zu ergreifen. Also hier in der Doku wurden einfach in einem kurzen Zeitrahmen 2 grobe Fehler gemacht, die dazu führen, dass das Vorurteil, das Ari gegenüber Gaming hat, erfüllt wird. Und das, obwohl ja eigentlich das erste Experiment sogar sehr ruhig verlief. Offensichtlicherweise haben also viele Leute sich darüber aufgeregt, dass hier ein Bild von Gaming krampfhaft versucht wird zu erzwingen, das sich in ihrem Video eigentlich so gar nicht bestätigt hat. Vor allem gibt es aber gegen das Problem, das angesprochen wird, auch ziemlich einfache und direkte Lösungen. Erstens kann man Spieler melden. Das wird auch in der Doku angemerkt. Man kann aber auch ganz einfach den Voice-Chat muten, dann hörst du den Spieler einfach gar nicht mehr. Und
Ich kann mir vorstellen, dass es das in den meisten Spielen auch gibt. Keine Ahnung, ich spiele nur Singleplayer-Games. Kannst du wahrscheinlich auch einen spezifischen Spieler blocken, sodass du halt einfach in Zukunft nicht mehr in ein Team mit ihm gewürfelt wirst. Das sind ja alles Möglichkeiten, das individuelle Spielerlebnis für sich selbst anzupassen. Versteht mich nicht falsch, Sexismus im Gaming ist genauso wie Beleidigung generell wahrscheinlich wirklich ein Problem, über das man sprechen kann. Aber hier wäre ja einfach die Conclusio eine andere gewesen. Auf Platz 1 des Rankings haben wir aber mal wieder, Trommelwirbel, Caroline mit einer Doku im Y-Kollektiv. Meine Güte, in diesem Wettbewerb holt sie sich so viele Preise wie Papa Platte bei den Streamer Awards. Viele von euch kennen wahrscheinlich die geniale 30 Tage kein Alkohol Challenge von Caroline. In diesem Film geht es nicht um Alkoholiker, sondern um Menschen wie mich, die gerne trinken und um die Frage, bin ich wirklich frei von der Flasche? Diese wurde extrem schlecht aufgenommen, weil sie suchtverherrlichend war und super unreflektiert ist und keine der Aussagen eingeordnet wurde. Letztendlich wurde die Doku deswegen auch wieder gelöscht. Dann hat Caroline sich in einem Statement gerechtfertigt, auch das wurde wieder gelöscht und mittlerweile ist die Doku wieder da, aber in Form von einer Reaction, wo Caroline zusammen mit einem Suchtberater auf das eigentliche Video reagiert. So schlecht kam es an. Und warum genau Leute das Ganze als suchtverherrlichend wahrgenommen haben, das zeige ich euch einfach am besten in Form eines Best-ofs. Das Ganze fängt schon in den ersten Minuten der Doku an. Ich wollte eigentlich heute anfangen, aber jetzt schmeckt es mir so gut. Und deshalb würde ich sagen, ich verschiebe den Start mal auf morgen. Also es ist Carolines Job, 30 Tage lang nichts zu trinken und sie verschiebt das Ganze trotzdem. Eine der traurigsten Sachen war aber eigentlich Carolines Umfeld. Ich trinke etwa 4-mal die Woche und auch mein Umfeld tickt ähnlich. Als Caro dann ihren Freunden verkündet hat, dass sie 30 Tage lang kein Alkohol trinken wird, war die Reaktion so. Einem Freund von mir habe ich geschrieben, ich mache jetzt 30 Tage nüchtern. Hat er geschrieben, dann werden wir uns wohl 30 Tage nicht sehen. Hier ein anderer hat mir gar nicht mehr zurückgeschrieben, als ich gesagt habe, dass wir uns treffen können, ich aber nichts trinken werde. Caro, bitte verarsch mich nicht. Ich will dich nicht 4 Wochen trocken. Das kannst du mir nicht antun, Alter. Ich finde das schon krass, weil natürlich ist das alles als Witz gemeint. Und trotzdem frage ich mich, wie viel Wahrheit am Ende da dran ist. Denn bei dem einen oder anderen bin ich mir echt nicht sicher, ob ich den in der Zeit sehen werde. Ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass dadurch, dass in ihrem Freundeskreis Alkohol generell eine große Rolle spielt, dass es auch für Caroline sehr, sehr schwer ist, aus diesen Mustern auszubrechen. Denn wenn sie das tut, bedeutet das eben auch einen großen Verlust in ihrem sozialen Umfeld. Das zeigt sich auch in der Doku immer wieder, weil Caroline öfter betont, dass sie sich als nüchterne Person unter ihren betrunkenen Freunden sehr unwohl fühlt. Als Teil der Challenge besucht Caro auch einen Suchtberater. Der stellt ihr die Frage, ob die Leute ihr denn schon öfter mal gesagt haben, dass sie vielleicht verhältnismäßig sehr viel trinkt. Und Caroline antwortet daraufhin ja. Und der Suchtberater konfrontiert sie mit der Frage, was das denn mit ihr macht. Also, dass ich das gar nicht, ich finde das gar nicht schlimm, sondern ich nehme das so an, als ich bin eine, die viel trinkt. Und es ist eine Erwartungshaltung an mich selber, aber auch an meine Funktion in einer Gruppe irgendwie besonders lustig zu sein. Du hast das schon so ein bisschen in dein Selbstbild eingebaut, in deine Identität sozusagen, dass Alkohol schon eigentlich auch dazugehört. Das Traurige ist halt, dass Caro mehrere Male in der Doku so kurz davor ist, das Problem zu verstehen und zu reflektieren. Zum Beispiel hier. Krass, das habe ich mir vorher gar nicht so klar gemacht, aber er hat recht. Klingt erbärmlich, ehrlich gesagt. Alkohol ein Charakterzug? Really? Oder auch hier. Alkohol als Lebenselixier. Ist das nicht eigentlich ein bisschen sad? Aber das Fazit der Doku dann eigentlich so aussieht. Wenn es darum geht, einfach nur, dass ich Spaß haben will und deshalb Alkohol auch dazu trinke, finde ich das zumindest für mein eigenes Leben nicht verwerflich. Und dadurch, dass ich jetzt ja auch eine längere Pause gemacht habe, würde ich sagen, schmeckt es halt besonders gut. Ne? Aber zum Abschluss einmal, meine Lieblingsstelle ist die, als Caro aufzählt, was für Flaschen Alkohol sich während der Challenge in ihrem Haushalt trotzdem so angesammelt haben und sie uns dann erzählt, dass sie auch einen Kuchen gebacken hat. Gut, das habe ich selber gekauft zum Kuchenbacken. Also Caro wollte während der 30-Tage-Challenge einen Kuchen backen und es musste dann obviously der sein, für den sie auch Rum kaufen musste, weil Rum-Extrakt hätte nicht gereicht und ein Rezept ohne Rum natürlich auch nicht. Das ist einfach Peak-Alkoholproblem, wenn du nicht mal deinen Kuchen ohne Alkohol backen kannst. Und ich würde sagen, wenn sie den Kuchen nicht nur gebacken, sondern auch gegessen hat, dann ist die Challenge einfach gefailed. Aber jetzt sind wir durch mit den 3 schlechten Funk-Dokus, die ich für euch rausgesucht habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer
euer Ranking ist, welche der Dokus ihr am schlimmsten fandet, was sind weitere Funk-Dokus, die ich mir anschauen soll und was ist generell eure Meinung zu dem ganzen Thema. Und damit bis zum nächsten Mal.